Jetzt bist du schon bei der Aufgabe C. Herr und Frau Hochhauser. Ein Zweibettzimmer für 5 Nächte, 4 Skipässe und 2 Karten für die Therme. Schauen wir uns das wieder ganz langsam an. Also, die beiden brauchen ein Zweibettzimmer für 5 Nächte, dann noch 4 Skipässe und noch 2 Karten für die Therme. Und jetzt versuchen wir das wieder mit einer Skizze, dem Balkenmodell, darzustellen. Also, ein Zweibettzimmer kostet, steht hier oben, 96 Euro und sie bleiben 5 Nächte. Also, das Zimmer, das Zweibettzimmer für eine Nacht, für 2 Nächte, für 3 Nächte, für 4 Nächte und für 5 Nächte. Das sind einmal unsere Zimmer für 5 Nächte. Dann brauchen wir noch 4 Skipässe. Ein Skipass pro Person kostet 39 Euro. Also ein Skipass, 2 Skipässe, 3, 4 Stück, 4 Pässe. Und dann haben wir noch 2 Karten für die Therme. Also eine Karte für die Therme und 2 Karten für die Therme. Also 2 Karten für die Therme. So, und aus unserer Skizze können wir jetzt ganz schön sehen, was wir hier für Rechnungen und für Operationen vor allem brauchen. Um uns die 5 Nächte auszurechnen, würde ich eine Multiplikation vorschlagen. Das heißt, die Rechnung würde dann heißen 96 mal 5. Das Ergebnis für die 4 Pässe herauszufinden, rechnen wir auch wieder mal. Und zwar 39, weil so viel kostet ein Skipass, mal 4. Und dann haben wir noch die 2 Karten für die Therme. Also 27 mal 2. Und wenn wir diese 3 Einzelergebnisse ausgerechnet haben, dann brauchen wir wieder nur alle, in dem Fall 3 Ergebnisse, miteinander addieren. Und dann wissen wir, wie viel die Familie Hochhauser für ihren Urlaub ausgibt. Probier die Rechnungen jetzt alleine ganz ordentlich im Heft.